Moin! Na, da bin ich wieder. Ich habe heute eine kleine Review für euch und zwar geht es um die, jetzt muss ich es ablesen, Urban Decay Basics Naked 2. Das ist diese kleine Palette hier von Urban Decay. Ich war, hatte mal wieder recht viel Glück bei dem Portal Beauty Tester, wo ich angemeldet bin, dass ich diese tolle Palette testen darf. So, das ist das Packaging von außen und die ist nur so klein. So eine kleine Palette, so sieht sie von vorne aus, so von hinten. Erstmal so zur Aufmachung, das ist halt so ein Gold-Kupfer, ne, was ist das, so ein dunkler Goldton irgendwie, ins Kupfrige rein, vielleicht noch ein bisschen ins Rost. Das ist so eine, so ein bisschen gummiartig, ganz witzig irgendwie, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Was mich jetzt stört, wir haben ja diesen Verschluss hier, so an und für sich nichts Ungewöhnliches kennen wir, aber der geht relativ schwer auf. Also mir ist die Palette jetzt zweimal fast schon mal runtergeklatscht und wie das dann halt auch öfter mal so ist, brechen die dann auseinander und das wäre blöd. So, hier gibt es einen kleinen Spiegel. Ja, guck mal, da seid ihr. So, ja. Und die Farben. Ich kann die jetzt natürlich über den Bildschirm nicht sehen. Also die Palette ist wirklich nudig gehalten, wie es halt, wie man das eigentlich so kennt von den Urban Decay Paletten. Also ich habe leider noch gar keine, bis auf diese jetzt, weil mir das einfach zu teuer ist. Ja, es gibt auch günstige Paletten, sag ich mal, die auch so einen guten Auftrag haben, eine gute Deckkraft und auch nicht so krümeln. Aber trotz alledem ist sie toll, also gar keine Frage. Hier haben wir dann halt eher so diese hellen Farben, die sind alle matt gehalten. Das sind rein matte Töne, soweit ich das jetzt in dem Moment, dieser Skimp, der erste, ich glaube, der ist ein bisschen schimmrig. Ich will mal gucken, ob ihr das sehen könnt, wenn ich das auftrage. Ich kann, diese Lichtverhältnisse sind leider etwas scheiße, weil es dunkel ist und ich habe gar nicht so das vernünftige Licht zum Drehen. Ich will mal gucken, ob man das so sieht, wenn ich das auftrage. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, etwas. Man kann es erahnen. Das ist die erste Farbe. Ich trage die jetzt mal alle so hintereinander auf, dann könnt ihr die sehen. Oder auch nicht. Also mal gucken, dass ich das Licht so ein bisschen beiseite stelle. Vielleicht kann man es dann... Ich werde auch noch einen Blogbericht dazu schreiben, wo ihr die Farben denn auch vernünftig sehen könnt. Achso, nee, Moment, die hatte ich schon. Nee, Quatsch, hatte ich nicht. So, und diese. So, ich halte die jetzt nochmal da drunter zum Vergleich. Ja, falsch rum, Moment. So, oh Mann, das ist ja etwas sporadisch. Naja, wie gesagt, ich werde euch da nochmal auf meinem Blog ein bisschen näher drüber berichten. Also jetzt zu den Farben. Ich muss ganz ehrlich sagen, die haben wirklich, die sind ganz, ganz, ganz seidig weich. Also das ist wirklich, wenn man da so reingeht mit dem Finger, die sind richtig seidig und manchmal hat man das Gefühl, die sind auch vielleicht so ein bisschen buttrig. Also so seidig-buttrig, ganz tolle Konsistenz, muss ich sagen, habe ich bis jetzt bei noch keiner Lidschattenpalette gehabt. Das ist natürlich ein Pluspunkt. Was ich ein bisschen blöd finde, wenn man da mit dem Pinsel reingeht, dadurch, weil sie wahrscheinlich so seidig-buttrig wie auch immer sind, krümeln die ein bisschen. Auf dem Lid dann wieder nicht. Die lassen sich sehr, sehr gut auftragen. Die lassen sich auch super gut verblenden. Die Farben sind intensiver, als ich tatsächlich dachte. Man muss wirklich nur ein ganz, ganz bisschen auf den Pinsel nehmen und man hat ein super Ergebnis. Außer jetzt bei der ganz hellen Farbe, da muss man ein bisschen mehr. Aber gerade die dunklen Farben, die sind super. Ich habe mich da heute auch mit geschminkt und ich hoffe, man kann es erkennen. Ich komme mal ein bisschen näher. Ja, das ist natürlich jetzt vom Licht her so blöd. Ich versuche mal ranzuzoomen. Mal. Ich muss mal das Licht anders machen, so von oben. Wie ihr sehen könnt, mein Lidschatten krümelt nicht. Das ist diese bescheuerte Mascara. Nein, eigentlich ist sie gut, die Mascara, aber ich gehe mal ein bisschen noch weg. Ich werde da halt auch noch mal, wie gesagt, einen Blogbericht drüber schreiben und noch mal ein paar Fotos davon natürlich auch machen. Ich wollte euch jetzt halt nur schon mal die erste Review dazu abgeben.
Ja, was sage ich zu der Palette? An sich gefällt sie mir unheimlich gut. Also auch die Farben, ich mag diese Nude-Töne gerade, also ich mag die total gerne, gerade weil ich halt auch mal einen roten Lippenstift trage. Und dann kannst du halt einfach keinen roten oder lila Lidschatten nehmen. Da musst du schon in der, oder was heißt man muss nicht. Man kann das natürlich machen, aber das sieht dann nicht immer so schön aus. Man sollte schon oben nude bleiben, unten dann kräftiger, meiner Meinung nach. Ich finde es besser. Aber jeder so, wie er möchte, ne? Das ist jedem ganz für sich selber überlassen. Ich finde sie toll. Wie gesagt, vom Auftrag her, von der Deckkraft her. Also die Farben halten auch den ganzen Tag. Die verschmieren nicht, die verwischen nicht. Keine Ahnung, das ist wirklich sehr gut. Einziger Haken, diese kleine Palette mit den... jetzt muss ich nochmal eben reingucken, wie viel... mit den 6 Lidschatten. Kostet, ich glaube, 26,95 Euro. Und mir persönlich ist das einfach zu teuer. Trotzdem bin ich jetzt natürlich, freue ich mich wie Bolle, dass ich jetzt eine Urban Decay Palette habe. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht unbedingt die letzte... Also, obwohl sie sehr teuer ist, muss ich gestehen. Aber ich denke mal, wenn ich zu einem Geldsegen kommen würde, ich würde sie mir auf jeden Fall kaufen. Wenn ich das nötige Kleingeld über hätte, würde ich mir immer irgendwas von Urban Decay kaufen. Ich finde die Produkte an und für sich auch sehr schön. Ja, ich bin begeistert. Muss ich wirklich sagen. Das ist, wer sagt, okay, das Geld spielt keine Rolle, ich möchte was Vernünftiges haben, für den ist die Palette eine absolute Empfehlung. Wer sagt, okay, vom Preis her ist mir das zu teuer, okay. Ja. Man kann sie sich auch schenken lassen, ne? Nein, aber wirklich, also ich finde sie wirklich toll und bin froh, dass ich sie habe und ich habe sie jetzt in letzter Zeit, ja, seitdem ich sie habe, eigentlich immer in Gebrauch, wenn ich mich schminke. Ich bin also wirklich begeistert. Ich werde jetzt die Tage dann, glaube ich, nochmal einen etwas kräftigeren, dunkleren Look schminken. Aber die Bilder werdet ihr dann auch, wahrscheinlich nicht auf meinem Blog, aber vielleicht auch über das, auf meiner Facebook-Seite werdet ihr einen Link dazu finden. Den Link meiner Facebook-Seite findet ihr hier in meiner Beschreibung. Und da könnt ihr dann nochmal nachsehen, wie das mit richtigen Lichtverhältnissen bei Tageslicht und so weiter ist. Wie gesagt, leider bin ich nicht so professionell ausgestattet mit meinen Videos und deswegen kann man das wahrscheinlich auch nicht so richtig erkennen. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gebt mir einen Daumen runter. Es ist auch völlig in Ordnung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Da wird es dann wahrscheinlich wieder eine Review geben. Und wie gesagt, was wollte ich denn jetzt sagen? Keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.